Willkommen zu Tore dritte Tralala, in dieser Woche mit schönen Toren bei schönstem Wetter. Den Anfang machen die Jungwölfe im Duell mit St. Paulis Nachwuchskickern. Da Julian Justfan keine Möglichkeit sieht, Luca Horn direkt zu bedienen, spielt er ihm den Ball schlitzohrig über den Pfosten zu. Und Horn vollendet sicher zum 1:1. Oder war das von Justfan gar nicht so geplant? Definitiv so gewollt ist dieser Treffer von Balthasar Sabadus. Der erkennt genau richtig, dass Straubings Torwart Maximilian Schmierl zu weit vor seinem Kasten steht. Dass Sabadus für den TSV Bogen spielt, ist spätestens nach diesem Treffer wohl jedem klar. Seine Bewerbung für einen Vertrag in Bogen liefert am Wochenende auch Pascal Vogt. Und der Kapitän des VfL Güldenstern Stade legt sogar noch einen nach. Auch das 2:0 gegen Rotenburg, ein fußballerischer Augenschmaus. Ebenfalls mit Technik, aber vor allem mit ganz viel Präzision, trifft Daniel Hauptner. Aus gut 20 Metern markiert er für Neumarkt das 2:1 bei Fortuna Regensburg. Ein ähnliches Meisterwerk gelingt auch Adis Omerbasic vom Bonner SC. Sein Treffer gegen TuS Haltern wird freundlich unterstützt von der schönen Oktobersonne, die Halterns Keeper Raphael Hester das Leben zusätzlich erschwert. Stopp, einen haben wir noch. Also nicht schon abschalten, wie die Kicker des HSC Hannover. Anders ist es kaum zu erklären, wie ungehindert Haiders Schlussmann Torben Franzenburg dem eingewechselten Asak Selçuk den Ball zum Last-Minute-Sieg servieren darf.